Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder seit langer Zeit gab es auf diesem Kanal kein Video mehr. Ich werde euch gleich auch die Gründe erklären und warum ich jetzt gerade einfach wieder anfangen sollte. Und zwar, ich hatte einfach, wie soll man sagen, naja, man kennt es sicherlich, man hat mal wieder Lust auf GG, dann mal wieder nicht auf Giro Games. Und das ging, zieht sich halt immer so durch, mir ist wieder langweilig, dann wieder nicht. Jetzt habe ich beschlossen, wo ich den ganzen Content, die Rotze gesehen habe, was bei Giro Games so mittlerweile wieder drin ist, habe ich mir gedacht, Digga, da musst du eigentlich auch mal wieder ein bisschen guten Content bringen, mit dass mit den Leuten auch mal wieder was zu sehen kriegen. Deswegen bin ich jetzt auch wieder. Und außerdem ist mir langweilig und ich habe Ferien. Und als nächstes, warum ich so lange weg war, einfach, weil ich andere Spiele gespielt hätte und keine Lust gemacht hatte, Videos zu machen, mich im Prinzip jeden Tag hinzusetzen und 10 Stunden zu schneiden gefühlt für ein Video, Digga. Hätte ich mir erstmal noch Schnittprogramm beibringen müssen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. Ich kann euch eins sagen, im Schneiden bin ich eine absolute Niete. Ist wahrscheinlich, wenn ich es lernen würde, denn ja, dann könnte ich es auch, irgendwann recht gut, aber ich habe mich einfach keine Lust hinzusetzen und das zu machen. Einfach, weil ich dafür viel zu faul bin. Deswegen, ihr kennt ja schon meine Videos, sind zum größten Teil, ist ja meistens immer alles ankommt, geschnitten, nichts irgendwie jetzt rausgeschnitten, alles reingeschnitten im Video, wirklich in einem Zug aufgenommen, hochgenommen, Thumbnail und dann war's das. Aber das ist auch, glaube ich, was die meisten immer gemacht haben. Das Ding ist, die Videos, die ich im Anker gemacht habe, sind besser angekommen als die ich geschnitten habe. Ja gut, das liegt höchstwahrscheinlich auch daran, weil ich grottenschlecht immer im Schneiden war. Tja, und was ich jetzt gerade mache, wie ihr seht, ich habe mir ein neues Plot besorgt, deswegen bin ich jetzt auch absolut pleite im Moment hier. Warte mal, Banggood haben wie immer $5000, man kennt ihn. Habe ich mir jetzt ein neues Plot besorgt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nur ein 9er Merch zu bauen, ja. Jetzt habe ich doch wieder ein 36er gekauft, weil ich nichts gefunden habe. Ich glaube aber, ob ich jetzt ein 36er oder ein 9er kaufe, das nimmt sich im Moment sowieso immer nicht so viel. Weil die Leute wollen alle unverschämte Sumpf wie ihren Platz haben. Das ist nicht, und vor allem wenn die leer sind auch, ja, die wollen unverschämte Summe haben. Die meisten sind ja sogar noch bebaut mit irgendwelchen Biegen so oder so, was ich persönlich immer nicht so gerne habe, weil ich halt gerne mal selber baue und das mache und Zeit dafür habe. Ja, ansonsten mache ich halt im Moment nicht so viel, Leute. Warum ich auch noch immer nicht so aktiv war, war halt Schule. Stress mit Lernen und so, kennt man sicherlich. Ja, man glaubt es kaum, ich lerne für die Schule. Ja, dass ich das auch morgen mal sage. Aber jetzt, wo man ein bisschen in höheren Klassen ist, dann muss das doch wohl mal gemacht werden. Gut Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen zu mir, wie es um mich steht, was jetzt hier in nächster Zeit noch kommen wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Ich sage euch nur mal eins, es werden höchstwahrscheinlich ein paar alte Formate dabei sein, wie man so kennt, so sich mit Leuten so unterhalten, die halt ein bisschen bekannter sind, wie die so reich geworden sind, sowas alles. Oder auch mal so ein klassisches Format wie Scammers Run, aber auch was Neues, was ich mir zum Beispiel ausgedacht habe, wozu ich jetzt erstmal noch nichts sagen werde, Leute. Weil dazu muss ich erstmal noch ein bisschen was vorbereiten. Und lasst euch einfach gespannt sein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.